dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Willkommen zur 18. Folge der Kategorienbesprechung Objektivität auf dem Gleichsatzkanal. Und ich kann euch Freudiges mitteilen, es ist ein Ende abzusehen. Ich schätze mal, das dürfte sich hier um die vorletzte Folge handeln. Und wenn nicht, dann ist die nächste die vorletzte, so ungefähr in dem Dreh bewegt sich das Ganze. Sollte mit dieser Einschränkung, sollte sich nicht noch ein Zusatz ergeben, und zwar die spezielle Behandlung des Subjekt-Objekt-Problems. Da sind die zuständigen Gremien noch in Beratung. Aber so wie es jetzt ausschaut, die Besprechung in Bälde sich ihrem Abschluss zuneigen. Und deswegen mit aufgefrischten Flügeln, sage ich mal, geht's ans Werk. Die Folge 18 beginnt seltsamerweise mit der Nummer 12. Das soll uns aber nicht weiter stören. Eine namenlose Behauptung im Sinne der Anklage gegen die logische Erschleichung von Allgemeingültigkeit. Und zwar, ich lese vor: Keine Theorie kann etwas Objektives, das heißt mit der Natur sich wirklich Deckendes, sein. Das ist im Grunde genommen dieselbe Geschichte wie überhaupt das erkenntnistheoretische Problem jetzt in Bezug auf die Natur, heißt jetzt nichts anderes wie Wirklichkeit oder eben Ding oder Sache. Ist die natürliche Einstellung des nicht besonders reflektierenden Menschen, ist die, dass sich eben Wort und Sache decken, dass die identisch sind, wie ein mathematisches Ist-Zeichen. Das ist ein Schaf, das ist ein Buch, ich wiederhole mich. Das grundsätzliche Problem ist eben, inwieweit Wort und Sache logisch miteinander in Verbindung zu bringen sind. Es geht jetzt da nicht darum, wie das praktisch vonstatten geht, denn das ist kein Problem. Da benutzt eben jeder die Worte, von denen er denkt, dass sie einem bestimmten Zweck dienlich sind. Es geht ausschließlich darum, eine überindividuelle, eben objektive Gültigkeit, eine logische Allgemeingültigkeit zu beweisen, beziehungsweise ob eine solche beweisbar ist oder nicht. Das ist die erkenntnistheoretische Frage, die Grundfrage, und die ist hier jetzt in der Nummer 12 eben nur mit anderen Worten wiedergegeben. Die nächste Nummer, die keine ist,
gibt es wieder den Bezug auf die Sprache und so wie es jetzt ausschaut, gibt es da noch mehrere Bezugnahmen in der Richtung. Reden können wir nur von dem, was gegenständliche Gestalt gewinnt. Das andere ist unmitteilbar. Hier ist wieder objektivistisch beschrieben, eine absolutistische Formulierung, eine an sich Formulierung, ein Zustand an sich, wo jetzt irgendetwas gegenständliche Gestalt gewinnt, vollkommen entsubjektiviert. Es gewinnt von selbst diese Gestalt, da ist niemand am Werk. Und dann können wir von dem reden. Also es wird wieder einmal der entscheidende Punkt unterschlagen, dass eben jemand mit Interesse, jemanden ohne Interesse gibt es nicht. Und wenn, dann ist jetzt im gnädigsten Fall hat jemand ein objektives Interesse, das heißt, es will jemand möglichst vorurteilsfrei an irgendeine Sache rangehen, aber der Punkt ist der, dass bevor überhaupt jemand eine solche Entscheidung treffen kann oder einsteigen kann, ist schon lange festgelegt, ist schon lange ein Terrain festgelegt, das auch wieder mit Interessen so bestimmt ist. Das sind bestimmte Grundvoraussetzungen definiert, die nicht vom Himmel fallen, sondern die auf etwas Bestimmtes hinaus wollen. Da will eben, soll eben etwas begründet werden, das man haben will. In dem Fall die Objektivität, weil die alle möglichen Vorteile bietet. Aber es hat eben weit weniger mit irgendeiner übergreifenden, überindividuellen Wahrheit oder Erkenntnis zu tun, die sich eben auch von selbst ergibt, wo dann die Kategorien sich selbst definieren und ähnlicher Unfug oder Gott die Kategorien von Gott gegeben sind, hat es alles bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts noch gegeben. Dieses Reden vom Wesen, das ist alles Theologie. Die Philosophie eben als Markt der Theologie. Bis auf den heutigen Tag, wo vom Wesen, irgendeinem Wesen die Rede ist. Alles Theologie. Ich hoffe, mein Engagement wirkt sich nicht negativ auf die Audio-Aussteuerung aus. Nun gut. Was gäbe es da noch dazu zu sagen? Das andere ist unmitteilbar. Es ist nichts an sich unmitteilbar. Beziehungsweise es ist alles an sich unmitteilbar, wenn man es nicht vergegenständlicht und in Worte fasst. Und wenn dann jemand sagt, ja, das ist genau so ist es, wer will das bestreiten? Die Bedeutung dieser Worte, die sind jedem selbst gegeben. Und auch wenn es da einen Konsens gibt in Bezug auf die Definition irgendwelcher Begriffe, der kommt auch nicht von irgendwoher.
wenn da vieles unbewusst geschieht, gerade im natürlichen, nicht wenig reflektierenden Denken, dann ist es ein Herkommen der Sprachgebrauch, Sprachgewohnheiten. Das hat aber nichts mit einer bewiesenen Allgemeingültigkeit, die Objektivität für sich in Anspruch nimmt, wo grunde genommen ausschließlich durch die Bank etwas prinzipiell so ist und gar nicht anders sein kann. Das hat auch nichts mit Wahrscheinlichkeit zu tun, denn mit Wahrscheinlichkeit bewegt man sich sofort im Bereich des Nützlichen, wenn diese Wahrscheinlichkeit eben anerkannt wird. Dann gilt die Wahrscheinlichkeit aufgrund erhöhten, wiederholten Vorkommens eben als sicher genug. Kein Ingenieur baut irgendein Gebäude auf hundertprozentiger Sicherheit. Da genügt eine Wahrscheinlichkeit und der Fall ist erledigt. Und gegen das ist auch nichts einzuwenden, wenn es das Ganze eben nicht unter falscher Flagge segelt, dass dann alle möglichen gottähnlichen Behauptungen da deduziert werden oder induziert, wie auch immer. So, jetzt kommt der nächste Punkt, 263, und ich habe wieder die Uhr vergessen. Aber ich kann mich erinnern, es war 20 und dann haben wir jetzt schon 15. Oder ich gebe jetzt mal 10 ein, dann haben wir jetzt noch 20. Okay. Ja, alles schon, das Programm schon gestartet und dann noch was anderes und schon ist es in der Hinterstube. Meiner Konzentration aus dem Fokus gerückt, wie es so schön heißt. Aber nun gut, ich habe schon des Öfteren einen guten Geschmack in Sachen Schätzung bewiesen und war nicht so groß außerhalb des Limits. Und das wird jetzt wohl auch wieder so sein. Die Nummer 263, im reinen Nominalismus entbehren alle Begriffe jeglichen objektiven Fundaments. Also Nominalismus heißt, es gibt nichts als den Namen. Was existiert, das sind Namen, aber sie haben keine, diesen Namen, weil es eben alles Allgemeinbegriffe sind, denen entspricht nichts Gegenständliches von Haus aus. Keine Realität. Dazu bedarf es eben einer Qualität oder eines Faktors subjektiver Natur, so etwas wie eine Intention, ein Interesse, wo dann eben eine bestimmte Einschätzung gut genug ist und es bestimmt jeder für sich. Und das ist im Grunde genommen eine kopernikanische Wende oder eben ein Paradigmenwechsel, das in logischer Hinsicht nichts gegeben ist. Es folgt die Nummer 264, eine etwas größere Passage
aus dem Umfeld des Nominalismus wieder die Subjekt-Objekt-Relation, wie sie in der Wahrnehmung gegeben ist, war ursprünglich der Prototyp, nach dem auch die Struktur des begrifflichen Erkennens gedacht wurde. Diese Analogie behielt so lange ihren Sinn, als der Begriffsinhalt in der Sphäre des irgendwie gegenständlich Gegebenen verblieb. Hier ist er aber von Occam herausgehoben worden. Der Begriff besitzt nur mehr als psychischer Akt Realität, dessen Inhalt nicht mehr als gegeben bezeichnet werden kann und der in keiner Weise mehr Objekt im bisherigen Sinn ist. Also hat im Grunde genommen dieser Paradigmenwechsel schon im Mittelalter stattgefunden, aber er ist einfach nicht registriert worden. Er wird bis auf den heutigen Tag nicht registriert, weil niemand daran interessiert ist. Weil es eben grundlegende Konsequenzen gibt, von denen niemand, der jetzt sozusagen in der Verantwortung steht oder in einem natürlichen Realismus, sage ich jetzt mal, aufgewachsen ist, von Haus aus schon nicht, aber alle anderen Gebildeten, die jetzt philosophisch gebildet sind, für die bedeutet das eben auch eine völlige Abkehr von allem, was sie bisher gedacht haben. Das macht alle ganze Bibliotheken zur Makulatur, weil eben jetzt ganz andere Voraussetzungen in Betracht gezogen werden müssen. Dass es sich, es hat schon verschiedentlich, hat so Ansätze gegeben, die dann sofort wieder verurteilt worden sind als Psychologismus. Überall, wo das Subjekt in den Vordergrund gerückt ist, und das geschieht da, wo eben von psychischen Akten die Rede ist, da tritt das Subjekt auf den Plan, und mit diesem Subjekt waren von jeher immer schon Vorurteile verbunden, dass das Subjektive, das ist nicht wahr, das kann auch nicht wahr sein, und deswegen ist es irrelevant, weil eben subjektiv auf irgendeiner Meinung beruht, aber das muss nicht sein. Es kann subjektiv sein unter Ausschöpfung der besten Logik, die auf diesem Planeten zu finden ist. Und dann landet man eben beim Subjekt. Und es ist nicht mehr von den großen Entwürfen die Rede, nicht mehr von irgendwelchen Systemen und Kollektiven und Wesenheiten und Gesellschaften und Staaten. Das ist der nächste Schritt in der Entwicklung der Menschheit. Von Gott zum König, zum Parlament und zum Einzelnen. Da geht der Weg hin, und der Einzelne bestimmt dann wirklich Kraft seines Urteilsvermögens, werden die sogenannten Realitäten dann gestaltet unter ganz anderen Voraussetzungen, ganz anderen Wertsetzungen. Da ist nicht mehr die Arbeit der höchste Wert, sondern diese Art von Technik, das ist alles zweitrangig, drittrangig. Da gibt es Wichtigeres. Das ganze materielle, ökonomische, das hat den stärksten Bezug zur tierischen Natur des Menschen und kann keinen Fortschritt bieten. Außer eben eine freischwebende Zahnbürste. Derartigen Quatsch.
okay, wenn es jetzt nicht doch noch Jahre dauern soll, das Ganze, dann werde ich mich etwas bescheiden und besonnen den Blick auf die 264, das ist im Grunde genommen auch schon alles gesagt, die Vorlesung hakt eben, dass das gegenständlich Gegebene hinfällig ist und eben der Begriff nur mehr als psychischer Akt, das heißt als Intention und als Namensgebung, als Wortschöpfung oder eben als Urteil, dass dieser oder jener Zweck der Begriff der passende ist für diesen oder jenen Zweck. Auf alle Fälle ist der Inhalt des Begriffs nicht mehr gegeben und auch nicht mehr durch alle möglichen Kategorien, wie das eben früher der Fall war. Aristoteles 10, 12 Kategorien aufgestellt, mit denen sollte alles erklärt werden. Und bei Kant sind es auch noch so 10, 12 und dann das ganze 19. Jahrhundert hindurch. Ist kursiert dieser Unfug. In der nächsten Nummer haben wir einen Kulturexperten, westöstlichen Divan-Experten, William Haas, ich glaube, der hat rüber gemacht, der hieß eigentlich Wilhelm, soweit ich mich erinnern kann, aber egal. Hier heißt es, längere Passage, Angestalt, Generation, reduziertes Aufmerksamkeitsvermögen. Was nun die Naturwissenschaft anbetrifft, so ist sie heute darauf ausgerichtet, die Störung zu berechnen, die vom Beobachter ins Phänomen eingeführt wurde. Die Richtung auf das reine Objekt jedoch bleibt unerschüttert. Das Subjekt ist, wo immer man auch in der westlichen Welt blickt, auf dem Rückzug. Dies ist die logische Konsequenz einer Struktur, die alle Gegebenheiten in ihrem objektivierenden Prozess absorbiert. Die absorbierende Einheit und Macht ist das begriffliche Denken. Der Drang, die Gegebenheiten des Bewusstseins zu objektivieren, bedeutet eine ständig zunehmende Ausweitung begrifflicher Konstruktionen. Ja, das ist jetzt alles gesprochen in eine An-sich-Welt, objektivistische An-sich-Welt hinein. Und jetzt werde ich mal versuchen, das zu übersetzen. Die Störung zu berechnen, die vom Beobachter ins Phänomen eingeführt wurde, das ist jetzt Heisenberg, dass es darauf ankommt, wie etwas beobachtet wird, ob es als Teilchen oder eben als Welle dann erscheint. Und das Subjekt ist, wo immer man auf dem Rückzug, das ist jetzt auch nicht der Fall, das Subjekt ist nicht auf dem Rückzug, sondern das Subjekt hat es noch nie gegeben. Das ist auch hier wieder eine objektivierte, subjektivierte Auffassung, außer ich nehme das jetzt als die Ansicht jetzt eben dieses Haas William. Aber so ist es ja, er sagt ja nicht, dass das seine Meinung ist, obwohl er würde das sagen, dass das seine Meinung ist. Und genau so muss das auch betrachtet werden. Da darf überhaupt niemand auf die Idee kommen, dass das so, wie das hier steht, in Wirklichkeit sein könnte.
oder dass überhaupt irgendetwas in Wirklichkeit irgendwie sein könnte. Das ist nicht der Fall und wird auch nie der Fall sein. Das gibt's nur, weil die Leute das glauben oder das eben wollen. Das ist die Religion gegen die den meisten dieser Apostel überhaupt nicht klar ist. Eine Struktur, die alle Gegebenheiten in ihrem objektivierenden Prozess absorbiert. Diese Gegebenheiten, die jetzt so vorurteilslos wie möglich eben irgendetwas sind und nur so, wie der menschliche Sinnesapparat das Ganze eben auffassen kann, dann gegeben sind, werden immer objektiviert, das heißt vergegenständlicht, um überhaupt im Bewusstsein zu landen. Das Problem ist nur, eben den richtigen Begriff zu finden. Und da war bisher immer das Prozedere, das sollte der richtige Begriff an sich sein. Für eben stellvertretend für alle möglichen anderen Menschen, die wo dann der beste Begriff in einer bestimmten Situation gefunden wird und dem müssen sich dann alle anderen fügen, weil das am widerspruchslosesten ist und das ist eben allgemeingültig zu sein hat, wissenschaftlich bewiesen. Und das kann nicht sein. Das heißt, das sind nur bloße Behauptungen, das sind nur Machtsprüche, denen jegliche Begründung fehlt. Logische Begründung. Denn Begriffe können eben nur als psychischer Akt, wie das eben Occam zugeschrieben wird, als psychischer Akt mit Inhalt gefüllt werden, Sinn und Bedeutung erhalten. Und das heißt, es ist ein Subjekt daran beteiligt, dass irgendetwas eine Bedeutung gibt. Und das kann keine objektive Bedeutung sein, weil sonst der Begriff der Bedeutung überflüssig wäre. Dann könnte man gleich von Wissen sprechen oder von Erkenntnis. Aber das ist eben nicht der Fall. Das ist, es gibt einen interpretatorischen Spielraum. In jedem Fall. Wenn es darum geht, irgendeine Sinnesempfindung, das was Länge, Breite, wie das eben in der letzten Folge mit dem Blatt Papier beschrieben wurde, ein Wort zu bilden. Die absorbierende Einheit und Macht ist das begriffliche Denken. Der Machtbegriff, den kann man gar nicht unterschätzen, denn die Begriffsbildung ist sozusagen die Wiege der Macht oder des Machens oder des Bestimmens. Die Bestimmer, die kommen von daher. Die haben irgendwelche Sinnesdaten und machen daraus dann irgendeinen Begriff. Und behaupten dann noch zusätzlich, der wäre allgemeingültig so und man müsste sich dem fügen.
Und in der Regel ist da, das ist die meisten Menschen, die können dann nur irgendwas glauben, denen fehlt das Urteilsvermögen, um irgendwas nachzuprüfen. Da ist es so wie mit der allgemeinen Geschäftsbedingungen, die klickt auch jeder an, ohne das durchzulesen, diese 550 Seiten. Und das ist nicht zu unterschätzen. Und würde methodisch das, was im öffentlichen Diskurs da alles gesprochen wird, eben auf diesen Subjektivitätsfaktor hin geprüft werden, dann würde der ganze Laden auseinanderfliegen. Niemand könnte irgendwas mehr glauben. Und das kommt auch so und so weit. Weil die Masse der Menschen ist überhaupt nicht vorbereitet auf das, was mit dem Internet über sie hereinbricht. Okay, dann habe ich jetzt noch geschätzte eine Minute. Dann fasse ich mich kurz. Zum Überfliegen reicht es noch und dann kann man einschätzen, ob das beim nächsten Mal dann drankommt. Der Aufbau der Wirklichkeit. Friedrich Weismann aus seinem Hauptwerk Logik, Sprache, Philosophie. Seite 450. Der Aufbau der Wirklichkeit aus festen Elementen scheint demnach die Bedingung für ihre Beschreibbarkeit zu sein. Wäre es anders, würden sich in den Tatsachen keine Konstanten, immer wiederkehrende Elemente finden lassen, so würde die Möglichkeit des Ausdrückens, Beschreibens aufhören. Also das haben wir jetzt schon öfters gehört, dass es eben die Vergegenständlichung, Voraussetzung ist der Begriffsbildung, beziehungsweise die Begriffsbildung und Vergegenständlichung, das ist im Grunde genommen ein und derselbe Prozess. Was jetzt aber dieses Wiederkehrende betrifft und die Konstanten, das was jetzt klassisch der empirische Vorgang ist oder die Begründung im Empirismus, dass es eben wiederkehrende Elemente gibt, das ist die Erfahrung, der Erfahrung nach wird das Wasser jetzt nicht den Berg hinauf fließen. Aber der Punkt ist eben der, dass diese Erfahrung dann nicht so hochgerechnet wird, dass daraus eine höhere Wahrheit wird, die mehr als eben solche Erfahrungswerte beinhaltet. Da ist zwar die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sich jetzt die physikalischen Zustände auf diesem Planeten nicht ändern werden, aber es könnte durchaus sein, dass jetzt eben auf irgendeinem anderen Planeten das alles nicht mehr der Fall ist, weil da andere Zustände herrschen. Und deswegen ist jetzt, wenn man das Geschehen auf der Erde auch in physikalischer Hinsicht verabsolutiert, ist eben unzulässig. Weil schon eben, was die Schwerkraft angeht, dann eben auf dem Mond schon ganz andere Verhältnisse herrschen und deswegen ist das zu relativieren, das Ganze. Es wird sich zwar jetzt in der Hinsicht nicht allzu viel ändern, aber nach diesem Prinzip, das jetzt alles gründlich analysiert, was an irgendwelchen Institutionen sich im Laufe der Jahrhunderte angesammelt hat, das steht alles noch aus, dazu ist die Relativität noch viel zu jung, jetzt 100 Jahre. Und wenn man nach den natürlichen Realisten geht, dann schleppt sich die Evolution sehr mühsam voran. Äh,
gut, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Was ich das letzte Mal noch zur Relativität sagen wollte, ist jetzt, es gibt jetzt gerade aus Kreisen der katholischen Kirche Papst Ratzinger, Benedikt, der hat den Relativismus gehasst, sage ich jetzt mal, ist vielleicht, der wird das vielleicht nicht zugeben, aber entschiedener Gegner, sagen wir mal so, der relativierenden Ansichten. Und diesem Vorurteil will ich jetzt bloß noch kurz begegnen. Wenn Relativismus heißt nicht, dass ich nicht selbst einen Standpunkt einnehme und von diesem Standpunkt aus sind dann meine Ansichten eben zwar relativ in Bezug auf irgendwas anderes, aber von mir aus gesehen dann absolut. Das heißt, ich kann meinen Standpunkt schon ändern, dann, aber wenn ich den immer wieder ändere, dann bin ich im Grunde genommen standpunktlos. Und das ist auch nicht etwas, was unbedingt widerspruchsfrei ist. Aber das soll es jetzt wirklich gewesen sein und den 394 haben wir jetzt auch noch damit abgehakt und deswegen markiere ich mir jetzt die 271 für das nächste Mal. Nummer 19 des heiteren Kategorienbesprechens auf dem Gleichsatzkanal. Und das war's von mir für heute. Peace. Und out.